Das International Women's Tournament steht ganz im Zeichen von Leidenschaft, Teamgeist und internationalem Austausch. Regelmäßig bringt dieses Turnier von Touch Berlin Spielerinnen aus ganz Europa zusammen und hebt sich damit als einzigartige Veranstaltung in der sonst gemischten Touch Rugby Community hervor. Es ist einfach eine fantastische Gelegenheit, Frauen-Touch-Rugby zu spielen, uns wieder mit Freunden zu treffen, die wir aus vielen Turnieren kennen, und das Spiel einfach weiterzuentwickeln. Ein toller Tag. Auf dem Vereinsgelände der Tongemeinde in Berlin 1848 e.V. vereint das Turnier eine faszinierende Mischung aus Teams. Touch Berlin als Gastgeberin, Team Deutschland mit Sportlerinnen aus verschiedenen Vereinen sowie Frauenmannschaften aus den Niederlanden und England. Unter den Spielerinnen sticht Lena hervor, die seit Jahren mit ihrer Hingabe und ihrem Einsatz beeindruckt. Die Teams hatten, glaube ich, alle voll viel Spaß. Wir hatten total viel Spaß. Wir haben viel gelernt. Auch so einfach viele Spiele zu spielen hilft halt dabei, irgendwie immer besser zu werden. Intensive Begegnungen prägen die Vorrunde, in der jede Spielerin ihr taktisches Geschick und ihre Schnelligkeit unter Beweis stellt. Aber die hart umkämpften Spiele verlangen auch individuelle Fähigkeiten sowie perfekte Teamarbeit, um die Strategien der Gegner zu durchbrechen. Es hat Spaß gemacht. Wir haben auch viel gelernt von anderen Teams, aber auch von unserem Team. Wir haben auch zum ersten Mal zusammengespielt. Pure Spannung verspricht auch das Finale, in dem die unerschütterlichen Damen von Le Passion auf die feurigen Gastgeberinnen von Touch Berlin treffen. Mit präzisen Pässen und entschlossenen Angriffen liefern sich beide Teams ein packendes Duell. Doch am Ende setzen sich die Gastgeberinnen mit den entscheidenden Touches durch und sichern sich den Turniersieg. Es war ziemlich gut. Wir haben sie hart unter Druck gesetzt und am Ende haben sie uns geschlagen. Aber wir sind ihnen ja auch Jahre voraus. Jeder von uns ist wahrscheinlich 20 Jahre älter als die Mädchen. Es hat viel Spaß gemacht. Als kraftvolles Fest der Internationalität und Frauenpower geht das International Women's Tournament weit über einen bloßen Wettbewerb hinaus und feiert die Freude an Touch Rugby.